Am 23. September, vor genau einem Monat, postete Sean Diddy Combs dieses Bild hier auf Instagram, bevor es nur 3 Millisekunden später löschte. Glücklicherweise war ich aber schnell genug, um das Bild zu speichern. Auf die linke Seite bitte mal achten. 49.5. Bring dich an. Was bedeutet das? 33.51, 10.70 und, jetzt fast übersehen, 304. Wenn man diese Zahlen bei Google Maps als Koordinaten eingibt, bekommt man eine Adresse und da hört es auch wirklich auf bei mir, Freunde. Ist das wirklich nur ein Zufall, dass genau das die Außenansicht von Alpha Kevins Streamingzimmer ist? Krank macht mich sowas. Aber das ist eben der Umgangston, wie online gerade spekuliert wird über die Verhaftung von P. Diddy, die mittlerweile auch schon über einen Monat her ist. Ich war eh viel zu spät mit einem Diddy-Video, deswegen habe ich mir gedacht, naja, okay, ich bin auch fasziniert von so Verschwörungstheorien und sowas. Ich gebe euch einfach den sogenannten Hannah Montana, na, the best of both worlds. Also ein Diddy-Video exklusiv über die Verschwörungstheorien. Und Alicia Joe hat letztens so ein ähnliches gemacht über Beyoncé vor 3 Tagen und ich habe es mir nicht abgeschaut, ja, ich bin aber noch scheiße langsam. Aktueller Stand, weiß man ja, Diddy sitzt aktuell in U-Haft und das mindestens noch bis 2025, weil der Hauptprozess, der beginnt erst im Mai. Seine 14-seitige Anklageschrift kann man auch online einsehen und die 3 größten Punkte sind daraus eben Racketeering, das kennt man vielleicht noch aus dem 6ix9ine-Case, der da damals war, das ist quasi erpresserische Verschwörung, Sexhandel durch Gewalt, Betrug oder Nötigung und Menschenhandel zur Ausbeutung von Prostitution. Es sind insgesamt 60 Männer und 60 Frauen, die gegen ihn klagen werden, von denen 25 zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt auch minderjährig waren. Die jüngste Person sogar 9 Jahre alt. Und seitdem das alles bekannt geworden ist, seitdem das alles groß gemacht wurde in den Medien, sind natürlich auch wieder einige alte Clips aufgetreten, die jetzt nicht gerade den besten Eindruck machen. Ich schätze mal, die meisten von euch haben die ganzen Videos von Justin Bieber und Co. gesehen, aber ich rede auch von sowas. Excuse me, I don't mean to interrupt you, and I would like to auction something off, okay? It's a weekend at my house in the Hamptons, on the water, East Hampton, New York. And I promise you, your ass will wake up Wednesday laying beside me. Yeah, I have an island. You don't know a lot of black men that come from the hood that got an island. I got an island, it's called Love Island. So when I took you to Love Island, mm-hmm. and then you realized that, you know, the plane landed and then we had to float to another island. Mm-hmm. What was going through your head when we were going there? I was like, I'm gonna go to war by this nigga, he mad. Ist es Spaß oder ist es real? So hat er wirklich eine geheime, weißt du, so Epstein-Type-Beat-Insel? Wenn man danach googelt, kommt zumindest nichts raus. Einzig und allein in den Kommentaren oder auf irgendwelchen Threads habe ich gelesen, dass P. Diddy eine eigene Insel in der Nähe von Australien haben soll, die später unentdeckt wurde. Also sprich, von allen Landkarten weggewischt wurde, damit man sie nicht mehr findet. Das wäre aber mit Satelliten und, weißt du, Schiffen, die halt durchfahren müssen, wäre es ein bisschen blöd. Deswegen, ich glaube eher, er spricht von einer anderen Insel. Und auf jeden Fall, Star Island ist da, wo seine Villa gestanden hat, die geraided wurde, weißt du, mit den 1000 Flaschen Babyöl. Kleiner Funfact am Rande, der Anwalt von Diddy meinte, er hat nur deswegen 1000 Flaschen Babyöl, weil er halt auch ein großes Haus hat, wo man die lagern kann. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, ich kann es nur nachvollziehen. Nachdem Diddy aber auch wegen Menschenhandel angeklagt wurde, hat sich vor allem eine Theorie breit gemacht, und zwar die Evergreen Theory. Diddy's Island that just got raided is a short boat ride away from a whole bunch of shipping containers. What are the odds that this man lives on this island just a short walk away from this entire platform of shipping containers? Come on, what do Diddy and shipping containers have in common? Did anybody else know this? This right here kind of blows my mind, because if I was some star, the last place I'd go put my island is anywhere close to anything like that. So why in the world are these two so close to each other? And what do these and this have in common? Einer der Vergleiche, die bei der ganzen Diddy-Sache aufgekommen sind, sind die Korrelationen zu, ist es ein Wort, zu Jeffrey Epstein, der ja auch Menschen auf eine geheime Insel geführt hat und sowas. Und Diddy soll das angeblich mit diesen Containern gemacht haben, die halt ganz in der Nähe von seinem Haus stehen. Die Idee ist, dass er das öfter gemacht hat, aber die Polizei davon mitbekommen hat. Deswegen wollten sie unauffällig dieses Containerschiff kontrollieren. Und das war dann eben die Evergreen. Die Evergreen, die 6 Tage lang den sogenannten Süßkanal blockiert hat. Da gab es nämlich dann Berichte darüber, dass Kinder und nicht mehr Kinder in diesen Containern gefunden wurden. Teilweise auch Leichen. Aber keine Sorge, das hat sich alles als Fake herausgestellt.
ist aber trotzdem gut für die Instagram-Klicks. Ich meine, die Ähnlichkeit zwischen ihm und Epstein ist halt da. Okay, beide haben auf einer Insel gehaust, beide sind wahrscheinlich kranke Sexualstraftäter und, um das Ganze noch besser zu machen, beide waren sogar im gleichen Gefängnis. Genauer gesagt im Metropolitan Correctional Center in New York, da wo eine der größten Verschwörungstheorien der letzten Jahre aufgeguckt wurde und manche behaupten sogar, er sitzt in der Zelle daneben. Klar ist auch die Sorge, dass er, wisst ihr, geäpstient wird und so. Die Leute haben schon die ersten Memes erstellt. Bruder, ich habe mich angeschissen, wie ich das gesehen habe. Aber es ist halt die Frage, ist das wirklich so unüblich? Das Metropolitan Correctional Center ist eines der bekanntesten Gefängnisse in den USA. Da gab es Insassen wie El Chapo oder Mafia-Bosse wie John Gotti, der bekannt geworden ist, weil Kollege einen Song über ihn geschrieben hat. Auch der Fakt, dass ein 50-Millionen-Deal abgelehnt wurde dafür, dass Diddy aus der UF entlassen wird, ist bei der Höhe der Anschuldigungen auch gar nicht mal so, weißt du, unwahrscheinlich. Aber manche Leute denken, P. Diddy wäre ähnlich wie Nico Cardo Avocado, two steps ahead, und er ist gar nicht erst verhaftet worden. Das ist meine Theory, meine favorite Theory. Check das aus. Und zwar geht es darum, dass ein Foto von P. Diddy veröffentlicht wurde, jetzt wo er eben in Polizeigewahrsam ist, und das ist dieses Foto hier. An sich, wenn man raufguckt, würde man sagen, ja gut, das ist P. Diddy, er sieht jetzt nicht gerade glücklich aus. Doch viele Leute haben mit genau diesem Bild ein Problem. Denn sie sind sich sicher, dass die Person auf dem Foto auf gar keinen Fall P. Diddy ist. Es kamen unterschiedlichste Leute hervor, die Vergleichsbilder gepostet haben, die ganz klar belegen sollen, dass eben P. Diddy völlig anders aussieht, andere Gesichtsstrukturen hat, andere Augenpartien, andere Nase, anderen Mund und Leberflecken, die eben dieser jetzige P. Diddy, diese Person, die jetzt im Gefängnis sitzt, nicht aufweist. Ich sage euch ehrlich, was habe ich mir im ersten Moment gedacht, wo ich das gesehen habe? Ja, aber komm, creepy lunch. Ja, irgendwie ist es verarschen. Ja, safe schon die anders aus. Aber halt auch nur, weil die Kamera eine andere ist, weil der Winkel ein anderer ist, weil das Licht ein anderes ist und sowas. Vergleicht jetzt mal mit dem Mugshot von 1999. Das sieht für mich relativ ähnlich aus. Aber ich muss zugeben, er hat schon diese Leberflecken im Gesicht, die eigentlich jetzt nicht wirklich auffällig sind. Aber wenn du genauer hinschaust, die sind nicht da. Gerade die Verschwörungstheorie hat es mir wirklich angetan. Und ich schwöre, ich bin sowas gekommen, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Ich dachte, ich sag halt, naja, haha, schau, die Kamera ist eine andere und sowas. Ich schwöre bei Gott, ich meine das ernst. Das hier ist nicht der echte P. Diddy. Das ist auch kein Joke oder so. Ich schwöre bei Gott, das ist eine der ersten Theorien, die zumindest, sagen wir, halbwegs wahr ist. Ich erkläre es euch, pass auf. Das Bild wurde gemeinsam mit einem anderen Bild gepostet, zeitgleich. Und zwar dieses hier. Da wird er gerade abgeführt, so wie Lachs Oberal. Und wenn man da genauer hinschaut, dann kann man da vielleicht den ein oder anderen, weißt du, die ein oder andere Abzeichnung von Weirdness erkennen. Wenn du zum Beispiel auf die Augen von dem Police Officer schaust oder auf Diddys Augen, das sieht schon sehr weird aus. Beide Bilder wurden, und das hätte ich echt nicht gedacht, tatsächlich KI generiert von Riot World, einem Instagram-Account, der sie gepostet hat und dann später geschrieben hat, ich habe nicht gedacht, dass die viral gehen. Das ist für mich der größte Plot-Twist überhaupt in der ganzen Geschichte, weil ich bin von Anfang an davon ausgegangen, das ist real, es sieht so real aus, aber es zeigt einfach nur den Fakt, dass selbst wenn du weißt, dass irgendwas nicht echt ist, Leute werden es verwenden, solange es echt aussieht. So wie der Tunnel. Weißt du, der Tunnel, der angeblich von P. Diddys Haus zu anderen Celebrities rübergeht, damit sie heimlich Geschäfte machen können. Hier Bill Clinton, Michael Jackson, Martin Domingos. Entstanden ist dieses Gerücht durch einen Artikel der LA Times von, ich glaube, vor 10 Jahren ungefähr, als er diese Villa gekauft hat. Da gibt es nämlich einen Swimmingpool, der angeblich mit einem Unterwasser-Schwimmtunnel zu einer Grotte verbunden ist. Grotte oder weißt du, so Höhle oder so. Also zuallererst, wer zum Fick hat eine Grotte. Abseits davon wurde das Ganze einfach nur damit belegt, dass quasi ein Fake-CNN-Artikel das gepostet hat. Ne? Diesen CNN-Artikel, der hier auf dem Bild, den gibt es gar nicht, den hat einfach irgendjemand gefälscht. Und die Leute haben das einfach mit dem Artikel von damals connected und haben gedacht, oh mein Gott. Und es könnte immer noch sein, dass es halt echt ist, dass es echt einen Tunnel gibt, den die Officials dort gefunden haben. Aber für mich zeigt das halt einfach das Problem bei der ganzen Geschichte per se auf. Alles, was du irgendwie online findest, über die ganzen Geschichten, die halt dazu gedichtet werden, das ist eigentlich fast nur aus dem Arsch gezogen. Und das soll dir eigentlich nur aufzeigen. Das hier ist, weißt du, kein Video, was P. Diddy verteidigen soll oder so. Nur ich gehe halt nicht davon aus, dass er geklont wurde oder dass er irgendwo, weiß ich nicht, in Australien eine Insel hat, die er wegradiert hat von der Karte. Das soll einfach nur darauf aufmerksam machen, was hier wirklich passiert ist und was eigentlich der Hauptfokus sein sollte. 120 Leute werden gegen P. Diddy Aussagen in meinem Kopf wieder zu 99% verurteilt, außer er hat da irgendwelche Connections zu motherfucking, keine Ahnung wem, oder er wird von Ex-Menschen gekillt. Was auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat. Trotzdem reicht das vielen Leuten nicht aus, dass hier wahrscheinlich jahrzehntelang eine unfassbar krasse Maschinerie von Erpressung und Bedrohung und
Vergewaltigung und sowas stattgefunden hat, sondern es muss noch immer irgendwas extra sein, ne? Ich verstehe es, ich finde es auch selber cool, ich habe selber Spaß mit meinen Conspiracy Theories und sowas, aber man muss halt schauen, dass man es nicht übertreibt oder ins Lächerliche zieht. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, meine Lieferung Babyöl ist da.